Go, weiter geht's. In die nächste Runde, Assassin's Creed. Ich hoffe, diesmal ohne Tonprobleme mit den letzten beiden Aufnahmen. Ich habe die HDMI-Kabel einer Elgato gewechselt, auf höherwertige hoffentlich. Hilft das, weil das ist leider sehr, sehr grausam zum Eiern. So, ich will nicht mehr weiß, was wir gemacht haben, letztes Mal schauen wir noch. Sammelobjekte. Und da haben wir ein neues Rätsel gefunden gehabt und. Wir sind genau. Bibliothek da aufgekommen Richtung Bücherverbrennung. Und dass der Bücherbibliothekar irgend sowas getötet worden ist. Und dass diese Zara in den Orden involviert ist. Und das schauen wir uns jetzt mal weiter dann. Kriegen wir nie die guten Aufträge. Wir sitzen hier fest und die anderen sind bei den Gästen. Dazu brauchen wir. Los, Enkidu. Da muss ich das Gemälde stehen und einen Spiegel, genau. Was soll's? Das ist leichte Arbeit. Heute Nacht passiert eh nichts. Ich spiel doch mal. Die Scherbe holen wir sie wieder, dann haben wir 6 für Avis, dann gehen wir wieder was eintauschen, glaube ich. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Hier ist ein Mitglied von Avia. Vorgestellt. Das ist Sachras Anwesen, aber es ist niemand da. Das ist die Gelegenheit, es zu durchsuchen. Nur jetzt nicht gerechnet. Mal direkt so. Die Flinte. Bitte sogar. Leihe mir deine Augen. Ist gar nichts. Was siehst du da? Was ist das? Hey,
Pläne mit dir. وين رأيكم؟ ستنتظر الخورية لبعض الوقت. Lass deinen Blick schweifen. Nur den Schlüssel. Ist die Fuhr relativ verriegelt? Nicht. Man weiß es nicht und man versteht es auch nicht. Uhrenschlüssel an. Holzwaffen und Übungspuppen. Unsere Gelehrte führt also Feder und Schwert. Sei meine Augen, Enkidu. Jetzt du ein. Schlüsselwarnung, bring den Schlüssel zum Lagerraum zurück. Ist, dass sie nicht herumliegen. Ist uns beim Schwert des Sie. Trotzdem immer noch nichts. Mein Hochforschungsrätsel.
lassen, oder? Jetzt kommen wir auf. Zahra könnte jeden Augenblick zurückkommen. Überprüfende Bücher klärt das auch. Wir haben die kontroversen Bücher und Schriftrollen von deiner Liste beschlagnahmt. Wir kommen, wenn du Zeit hast, ihre Entsorgung vorbei, um sie ein. Hier gibt es sicher Cutscene und dann überrascht uns. 100%. Noch ein Buch mit Gedichten von Arib. Sie ist in bestimmten Kreisen wirklich beliebt. Zahra hat mit Sicherheit Verbindungen zum Orden. Genau wie jemand namens Arabisu. Lassender Brief, Zarek. Der Orden ist mit dem, was wir im Haus der Weisheit erreicht haben, zufrieden. Die Zukunft hält Lieder über unsere glorreichen Taten. Das Versprechen unserer Herrschaft bereit. Ich gehe davon aus, dass du dich auf dem Weg in die Stadt befindest, um weitere Anweisungen zu entgehen. Al-Rabisu. Ich habe vieles in Erfahrung gebracht. Ich gehe besser nach oben und mache mich bereit. Zahra wird gleich zurück sein. Eine bescheidene Bitte, Zahra, wie ich höre, gilt das unbezahlbare Artefakt, das du bei dir hast, kurz davor, um seine Geheimnisse zu offenbaren. Du weißt, von meiner Suche nach den Spuren jener, die vor uns kamen, und von der Sorgfalt, mit der ich sie durchführe. Man kann nicht lesen. Bald dein wissenschaftliches Interesse befriedigt ist, hätte ich das Manuskript gern zur Verwahrung. Ich werde es höchst würdevoll behandeln und vor jeglicher Gefahr schützen. Al-Ghul. Wegen Al-Ghul, den gibt's nicht mehr. Warte auf dem Dach. Ja, dann warten wir auf dem Dach. Bereitet mir ein Glas Dattelsaft auf Eis und bringt mir dazu Honigbrot und Granatäpfel. Legt dann das Badesalz bereit. Ich bin völlig erschöpft. Das Paradies ist, wo man es findet. Dieser alte Hohlkopf mit seiner wertlosen alten Scheibe und den hilflosen Kranken. Bitte, Zahra, die korrupte Gelehrte. Die waren an. Weise mir den Weg. Wie uns geht. Wenn ich das übersetzte Buch erhalte, werden wir ja sehen, wer das wahre Oberhaupt des Ordens ist. Wie du wünschst, Saida. Aber hast du gesehen, wie Boden gebraucht. Mich an.
Hilfe! Wache! Ein Mörder auf freiem Fuß! Ich muss hier schnell weg. Ein Mitglied von Adiab, dem sollte ich nachgehen. Zeige mir alles. Wieso ist nur machen, Magie? Warnung, haben wir gelesen, das Schild nicht unbeaufsichtigt lassen und ins Lager auslegen, da haben wir geholt.
Noch ein Buch mit Gedichten von Arib. Sie ist in bestimmten Kreisen wirklich beliebt. Zahra hat mit Sicherheit Verbindungen zum Orden. Genau wie jemand namens Arrabissu. Ich habe vieles in Erfahrung gebracht. Ich gehe besser nach oben und mache mich bereit. Zahra wird gleich zurück sein. Das ist jetzt. Und warten wir wieder. Hey, yeah, es wird. Dina, bereitet mir ein Glas Dattelsaft auf Eis. Und bringt mir dazu Honigbrot und Granatäpfel. Legt dann das Badesalz bereit. Ich bin völlig erschöpft. Das Paradies ist, wo man es findet. Dieser alte Hohlkopf mit seiner wertlosen alten Scheibe und den Hilfen. Leite mich, Enkidu. Dieser alte Hohlkopf mit seiner wertlosen alten Scheibe und den hilflosen Kranken. Durchaus, Saida. Die wahren Antworten finden sich in dir. Immer. Habe ich nicht recht? Immer, Saida. Wenn ich das übersetzte. Ich bedarf deiner Augen, Sadiki. War doch ein bisschen mehr, als ich glaubt habe. Mit dem hat keiner gerechnet. Das ist gleich wieder um. Voll schnell lang. Jetzt schon wieder passt. Hey, was war das? Vögelchen. Vor uns kann sich nichts. Wo ist sie jetzt? Der Schlüssel hat gesagt. Die Vorlesung des Mannes. Innen.
Bin raus. Immer noch die Gräberchen. Kommt, das war jetzt. Zahra dachte, dieses seltsame Buch würde ihr großes Werk zum Laufen bringen. Nur gut, dass Hunayn nicht ein Wort übersetzen konnte. Dann kehre ich mal zum Rafik zurück. Ui. Nicht so nur, aber. Komm raus! Hände ist würdevoll! Nichts hier. Den überlegt, schauen wir mal. So, die haben eliminiert. Das große Werk Gerätschaft des Ordens. Ich muss mehr über die Pläne des Ordens erfahren. Bruderschaftshaus Al-Abisa. Sprich mit Tabib, ja, das machen wir. Das machen wir dann als nächstes. Wir stehen jetzt zurückbringen. Und Fähigkeit haben Punkte haben wir gekriegt. Insgesamt 3. Und weiter. Kommen wir irgendwie jetzt nur brauchen. Hör schnell. Das geht, oder? Wir reisen schnell. Bassim, komm zu mir aufs Dach. Natürlich. Faltashabka salamatu fi rihlatik. Bassim, ich wusste, dass du es bist. Du bist nicht der Einzige mit Augen, die weit sehen. Sag mal, Tabit, du hast doch die Straßen mit Augen und Spitzeln bestückt. Das ist das Leben eines Rafik. Wo wären wir schon ohne mein Wissen? Wissen ist ein Werkzeug. Eine Waffe. Es kann für Wohl oder Übel eingesetzt werden. Und der Orden nutzt es eindeutig für Letzteres. Was hast du erfahren? Die Fäulnis reicht tief im Haus der Weisheit. Sie nutzen irgendein uraltes Buch, in der Hoffnung, ein teuflisches Gerät zu bauen. Ich habe Gerüchte über diese gotteslästerliche Apparatur gehört.
Sie nennen sie ihr großes Werk. Der Orden experimentiert an Menschen. Bis zum Tod. Ich habe sie vorerst aufgehalten. Aber jemand namens Arrabisu hat im Haus der Weisheit die Fäden in der Hand. Hm. Irgendeine Ahnung, wer diese Person sein könnte? Ich habe den großen Gelehrten Fasil Fahim in Verdacht. Diesen gebrechlichen alten Mann? Das sagen die Hinweise, die ich gefunden habe. Es könnte stimmen. Im Haus der Weisheit findet bald ein großes Symposium statt. Eine zwanglose Zusammenkunft Gelehrter mit einer Vorlesung, Leckereien und Gesprächen. Selbst die edle Arib wird dort sein. Geh und bespitzle diesen Fasil. Mit Bedacht. Doch ziehe deine Klinge nicht beim Symposion. Wir wollen uns noch nicht zu erkennen geben. Okay. Wenn Fasil aber schuldig und allein ist, dann schlag zu wie eine Natter. Aber du musst sicher sein. Bevor ich handle, werde ich das sein. Arrabisu. So kann ich den nicht markieren, das macht mir leicht einen Ratsch. Wenn ich falsch. Aber ich will orientieren in dem Spiel. Sei gegrüßt. Friede sei mit dir. Miss Gütz sind so unauffällig. Lass mich deine Waren ansehen. Das ist leicht und hält doch fast jeder Klinge stand. Ich hab die Dings nicht. Was das? Kleine. Ich muss aufbrechen. Leb wohl. Hallo. Sei gegrüßt, Said. Es ist immer schön, dich wiederzusehen, Sadiq. Was gibt es heute bei dir? Sieh dich nur um. Bist du gerade von da? Die sollen die bringen. Ist dir nach einer Verbesserung deiner Ausrüstung? Man sollte nie ohne aus dem Haus gehen. Auf.
Sehr gut, Sayid. Ist das alles? Ja, das ist richtig. Ja. Auf ein andermal. Bis demnächst. So. Geschickt. Hervorragend. This is the way. Wie hoch kann man sich in dem Spiel verändern? Hat mir aus 30 Ellen Entfernung die Hälfte meiner Zehen weggebrannt. Oh, Meister. Schön, dich zu sehen. Da ist er, der junge Löwe. Und es ist nicht süß. Der weise Mann pflegt seine Ausrüstung. Lass dich nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. Das ist bei Ole Händler, das ist gut. Und das eine nicht zählt, was ich mitgenommen habe. Mein Gott, ne? Da nix. Da habe ich mir so ein Rätsel drüber. Einfach's. Wir suchen einen Ort, wo Vögel kreisen und roter Löwe und die Weg guckt. Nein, am Wasser und irgendwas rockt. Wenn nicht alles komplett täuscht, ist es da irgendwo. Glaube ich leider schon mal irgendwo in einer Lösung oder so gesehen. Wieder ein kurzes Video. Würde ich sagen, wir probieren das einfach mal aus. Bis zum lässigen Alltag, dass es ihnen loszukommen. Schatz, beruhige dich. Was ist gut? Was?
Was siehst du, Sadiki? Wo ist er denn? Ich habe nicht einmal ein schlechtes Gewissen, sondern wenn die Kisten mitnehmen und der Schlüssel irgendwo liegt. Das ist so keiner brauchen kann. Ja. Und dann muss ich. Priesen sei Allah, durch ihn ist alle zu uns zurückgekehrt. Besserungsplan, Dolch der Verborgenen. Stark. Wo ist mein Kamelbert? Heute nicht verfügbar. Lass das bitte. Vielleicht bis jetzt ein bisschen beim Leichen Assassin's Creed interessieren. Das gehen wir mal unten in die Kommentare rein. Ich möchte gerne mal einen Like oder Follow da lassen. Wollt sich wer verirren und das Video finden. All. Man hat sich nur ein bisschen mehr gefreut. Mehr freuen, wenn ihr mal bei Twitch vorbeischaut. Nee. Old Man Viri. Oder wie? Beschreibung. Wenn man die Welt eins braucht, neben Prinzess ist es noch immer mehr. Yalla, yalla! Ja. Oh, Schreck, lass nach! Schütze mich vor der garstigsten aller Schöpfungen! Was ist los? Was bekümmert dich? Meine Freunde, meine Nachbarn, alle tot. Erschlagen von einem bösen Geist. Ein böser Geist? Ich sah sie. Eine Seele. Ein tödliches Geschöpf. Wirklich? Bist du sicher? Ja, ich bin ganz sicher. Mit dem echten oder dem geistigen Auge? Letzterem kann man nicht immer trauen. Unsinn! Welches Auge ist doch egal? Was soll sonst so schnell so viele töten? Das ist nicht der erste Dämon, dem ich begegne. Und sicher nicht der letzte. Ja, war mir keine kurzen Streicheln. Und die? Das Emblem des Kalifenpalastes. Du gibst es leider schon. Hier wurde etwas Schweres entlang geschleift. Die Rätsellösung, also dass es da irgendwo in dem Dorf sein muss. Und für alle. Händler haben hier gerastet und ihre Tiere am Fluss getränkt. Etwas wurde abgeladen. Den Spuren nach von den Dorfbewohnern. Ob der Besitzer des Wagens davon wusste?
weiß, dass es leider irgendwo im Dorf ist. Oben, oder? Katze. Letztens hat er mir keine Mutzi-Katze gestellt. Und da liegt es aber. Warum und wieso? Kannst du es nicht sagen. Alles, man, das gehörnten. Sadiki. Nein, das ist immer unter die Viecher, das gibt es nicht. Das war unvorlässig. Oh, ich habe mit Luft gestochen. Ich habe einfach 10.000 von diesen Geparden, keine Ahnung, was sie ist. Ich hole die 10 Tonnen Bruch zusammen. Ja. Hütet euch! Die Seele wandelt unter uns! Halt ihr nicht zum Opfer! Geh auf Erkundungsflug. Kann nur irgendwas geben? Der Esel und Kuh mit dem dann? Dort können doch keine Viecher sein. Theoretisch. Lieber mein Bruder, mein lieber kleiner Bruder, ich muss dich erneut um deine Hilfe bitten. Kinder, die sind so hungrig, dass sie die ganze Nacht weinen. Ich ertrage es nicht mehr. Das Dorf hat seit Monaten nichts mehr an die Karawanserei verkauft. Einige kochen schon ihre Sandalen und das Leder zu essen, andere wenden sich dem Diebstahl zu. Ich bin versucht, mich ihnen anzuschließen. Bitte hilf mir, in Bagdad Arbeit zu finden. Ich würde alles tun. Endlich in der Boot. Ohnehin schon arme Dorf noch ausrauben. Ehrenmann. Was?
Siege. Nicht per se, aber nicht angeschlossen. Hütet euch! Die Seele wandelt unter uns! Fallt ihr nicht zum Opfer! Ich sehe da nichts, mein Freund. Hat er einfach die hier umgebracht. Die Luft, wo sie mich berührt, brennt meine Haut. Ist das der Atem der Sailor? Die Kristalle in diesem Krug sind vermutlich Salmiak oder etwas Ähnliches. Ich sollte nicht lange bleiben. Die giftigen Dämpfe der Kristalle sind zwar schwächer geworden, könnten aber vielleicht noch tödlich sein. Chinesische Zeichen. Hütet euch! Die Seele wandelt unter uns! Fallt ihr nicht zum Opfer! Nix mehr. Männer mit Wägen kamen aus dieser Richtung. Das schmeißt langsam was.
Fragen über Fragen, was muss ich machen? Dann sagen muss ich was über sie. Ein Hinweis. Auto scheint. Was siehst du, Enkidu? Hier ist nichts mehr mein Rätsel. Hütet euch! Die Seele wandelt unter uns! Fallt ihr nicht zum Opfer! Mit Blasen bedecktes Fleisch, fast geschmolzen. Das war kein natürlicher Tod. Ich muss dem Überlebenden Bericht erstatten. Oh, wie gut, dass die Seele dich nicht erwischt hat. War es ein harter Kampf? Nein, gar nicht. Wie meistens, wenn es den Gegner gar nicht gibt. Natürlich gibt es sie! Es gibt keine Dämonin! Nicht hier! Die Verzweiflung deiner Freunde hat zu dieser Tragödie geführt. Was? Bist du sicher? Chinesische Händler kamen hier vorbei und haben ihre Tiere getränkt, richtig? Da beschlossen deine Freunde, eine Kiste mit Krügen zu stehlen, ohne zu wissen, dass sie gefährliche Dämpfe enthielt. Vermutlich eine Bestellung der Alchemisten des Kalifen. Als deine Freunde die Krüge öffneten, tötete sie das Gift innerhalb weniger Herzschläge. Ich kenne diesen Blick. Scham. Schuld. Die Krüge. Es war meine Idee, sie zu stehlen. Ich dachte, wir könnten den Inhalt verkaufen. Es tut mir leid. Glaub mir. Aber nun musst du mit den Konsequenzen deiner Taten leben. Was habe ich getan? Ich bin für den Tod so vieler verantwortlich. Buch des Ela. Was? Verzweiflung und Gier.
weit gekommen, dass ein Kobranest Reisenden vor unseren Stadttoren zu schaffen macht. Lasst Vorsicht walten und achtet stets darauf, wo ihr hintretet. Kobran ist da. Das Symposium sollte hier stattfinden. Die hellsten Köpfe Bagdads teilen ihre Weisheit. Ich bin gespannt auf Fassils Vorlesung. Er wird die Weisheit des Universums erlernen. Verzeihung, ich möchte zur Vorlesung des großen Gelehrten. Fassil Fahims Vorlesung über die vorsintflutlichen Vorfahren der Menschheit beginnt bald. Labe dich bis dahin gern an unserer reichen Auswahl vorzüglicher Köstlichkeiten und Erfrischungen. Sieh dich um und finde Gelegenheit. Verschaffen wir uns einen Überblick. Gelegenheit. Bitte bei, die klappt immer. Wo ist Arib al-Mamunia, die Dichterin? Yuridu minni al-Hasanu an uwasilan. Wo ist Arib? Ich hatte gehofft, ihre strahlende Präsenz erleben zu dürfen. Man sieht sie so selten außerhalb der runden Stadt. Die Wunderbare ist im Garten und sinnt über die Vollkommenheit der Natur nach. Ach, wäre ich nur eine Blüte in ihren kundigen Händen und Muse für ihre salbenden Verse. Sie wird erleichtert sein, einmal nicht von ihren reichen Gönnern belagert zu werden. Ach, vielleicht führt sie ein aufregendes Doppelleben und schleicht sich aus den Palästen, um Inspiration im einfachen Leben zu finden. Ich bezweifle es. Leite mich, Enkidu. Östlich, Snoof. Muss ich da wo sein? Oder was? Ruft
Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Draußen. Das Gute ist, ne? Wo ist die Tant? Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Da ist diese Dichterin, die Tabit liebt, deren Werke sich stets an unerwarteter Stelle finden. Geil, ja. Symmetrie von See und... Diese Frau, alles klar. In deinen Augen treffen sich diese Gefilde. Du kennst mein Werk. Und wer bist du wohl? Ein Freund der Dichtkunst, mehr nicht. Und der Ordnung. Oder besser, des Chaos. Ich kenne nur einen lebenden Dichter, der das Chaos so sehr liebt. Ali ibn Muhammad. Verehrst du seine schlichte Arbeit? Der Wettstreit zwischen euch beiden ist wohl bekannt. Er nährt die Kunst. Ich weiß nicht zu wählen. Höchst diplomatisch. Aber ich lasse mich lieber von diesen lieblichen Blumen inspirieren. Einen guten Tag. Odian Al-Bahamut. Uns trägt auf seinen Rücken Al-Bahamut dort unten. Nichts hält uns von der Schwärze fern, nur Al-Bahamut dort unten. Alles verfiel dem Chaos, gebe es nicht Al-Bahamut dort unten. Unsere Schwäche beriete uns, gebe es nicht Al-Bahamut dort unten. So groß für die Augen stirbt es Al-Bahamut dort unten. So leugnen die Unwissenden Al-Bahamut dort unten. Die Weisen lieben ihn, Al-Bahamut dort unten, auf ewig beschützt er jene über ihm, Al-Bahamut. Was mich mir solche Sachen frage, ist, ob der Al-Bahamut dort unten ist. Leih mir deine Augen. Ich sehe dir trotzdem nicht nur mehr Gelegenheiten. Ja. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Du kommst doch nicht auf. Armut dort unten. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Geh mal du. Ich sagte doch, wir sehen uns. Wohl wahr. Ja, Ulwapsen. Ich möchte dir etwas zeigen. Ja,
die Langweiler im Haus der Weisheit sammeln die wildesten Kinkerlitzchen und Geräte. Ich war schon mal hier, Nihal. Das ist Ahmad ibn Musas Werkstatt. Hast du dich da reingeschlichen? Da läuft mir ein Schauer über den Rücken, als würde ich ein kosmisches Geheimnis lüften. Du liest zu viel über Magie und verlorene Städte unter den Dünen. Und du liest zu wenig. Vielleicht gibt es andere Welten, andere Völker zwischen den Sternen. Unsinn. Ahmad und seine Brüder können wahrlich fantastische Apparate entwickeln. Nicht alle seine Einfälle sind so nützlich, fürchte ich. Guck nicht so selbstzufrieden. Die Welt ist voller Wunder. Willst du mir jetzt sagen? Ja, schon mal. Was kam da? Was gibt denn gefunden? Was ist das Nihal? Hast du nichts vermerken oder ist nur Besonderes? Wieso komme ich jetzt nicht mehr aussehen? Hunain, du solltest nicht so bald zurückkommen. Ja, ich fürchte mich auch, doch konnte ich meinen Büchern nicht fernbleiben. Ich schätze, man folgt immer seiner Pflicht. Bis bald. Der Sternkundler könnte zu Ihnen gehören, obwohl ich das bezweifle. Said, es ist mir eine Ehre, deine Bekanntschaft zu machen. Wie schön, wenn mehr junge Leute das Haus der Weisheit aufsuchen. Glaubst du, der große Gelehrte wird eine gute Vorlesung halten? Vergeude deine Zeit nicht mit seinem Gerede. Ich habe viel praktischere und ergötzliche Bücher geschrieben. Zu welchen Themen? Unter anderem über Sonnenuhren, Astrolabien, Sterne und Planeten, sowie über den Umfang der Erde. Faszinierend, Said. Ich werde deine Bücher lesen. Auf bald. Was sollst du lesen? Maximal Hörbuch. Haben wir diese Nihal-Geschichte noch nicht abgeschlossen, aber vorher nichts mehr. Irgendwo ist über sich schon wieder. Nee, was wie. Nihal, sag was, was du willst. Was ist los? Erinnert dich das an deine Albträume? Nein. Eher an etwas aus dem Bimaristan. Oder an einen Übungsplan der Verborgenen. Ah ja, lautlose Arten, schnell zu töten. Tod in Sekunden.
Du was? Oh, das habe ich schon einmal gesehen. Ist es das, was du mir zeigen wolltest? Ja. Es erinnert mich an das Ding, das wir im Palast fanden. Was ist das? Eine Zeichnung aus einem uralten Buch. Du verschweigst mir doch irgendwas. Du willst nicht wissen, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Wieso? Weil du es auch nicht weißt? Weil, wie Darwish sagt, es manchmal besser ist, die Wahrheit hinter den Dingen, die wir tun müssen, nicht zu kennen. Die Wahrheit ist, Basim, dass alles hier ist, direkt vor deinen Augen. Aber du willst es nicht sehen. Es geht um dich. Es ging immer nur um dich seit jener Nacht. Ich habe einen Eid geschworen, mein altes Leben hinter mir zu lassen und dem Pfad der Schatten zu folgen. Vielleicht findest du eines Tages das Licht. Doch bis dahin bleibe ich bei dir, bei jedem einzelnen Schritt, damit du auch ja nicht vergisst, wer du bist. Willst du mir drohen? Das weiß ich nicht. Klingt, als würde die Vorlesung bald beginnen. Ich sollte zurück zum Kahraman.